Kuckuck. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jackpot Blind Shadow of the Tomb Raider. Und jetzt machen wir das Grab hier fertig. Mit der klassischen Lara Croft. So. Ich habe jetzt tatsächlich, ich bin ehrlich zu euch, mal ganz fix ja, nachgeguckelt. Erstmals bei dem Spiel. Ja. Und da musste ich wieder feststellen, dass ich noch blöder bin, als ich dachte. Denn so wie jedes Auto hat auch dieses Rad eine Bremse. Jo. Einfache Physik, Leute. Wie gesagt, da brauche ich mich nicht rühmen. Ich habe es endlich geschafft. Nein, ich sage das offen und ehrlich. Ich habe hier mir nachgeguckt. Nachgeguckelt, sagt man so schön. Ja. Aber dieses Überlebensversteck, das habe ich immer noch nicht gefunden. Ja. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Vielleicht finden wir das ja noch weiter oben. Hä? Ein Alux, Plural Aluxhub, ist so etwas wie die Maya-Version eines Gnoms oder Kobolds. Aluxhub reichen einem Erwachsenen ungefähr bis zum Knie, tragen traditionelle Maya-Kleidung und werden erschaffen, wann immer ein Bauer auf seinem Grundstück ein kleines Haus für sie baut. Anschließend verhelfen sie ihm dann 7 Jahre lang zu einer erfolgreichen Ernte, indem sie für Regen sorgen und Raubtiere fernhalten. Sie sind normalerweise unsichtbar und lieben es, trotz ihres positiven Einflusses auf das Land, den Menschen Streiche zu spielen oder sie zu erschrecken. Man sollte einen Alux niemals bei seinem Namen nennen, da er dadurch aus seinem Haus gerufen wird, worauf er ausgesprochen ungehalten reagiert. Hm. So, jetzt bin ich hier. Ich habe immer noch nicht dieses verdammte Versteck gefunden. Ich will das haben, bevor ich hier rausgehe aus dem Ding. Jo. Angriff der Wespen. Aufgeladene Schüsse verursachten mehr Schaden bei. Jetzt nichts wie raus aus diesem schrecklichen Gestank. Ja, ist. Jetzt wirst du dich ja beschweren oder was? Ja, auf den Tacho geguckt. Ja, müsste klappen. Wir waren in der letzten Folge tatsächlich schon bei genau 30 Minuten. Ja, hier Wolf, ist jetzt das Überlebensversteck. Nee, hier gehe ich aber noch nicht hin. Ich will das erst haben hier. Ich will. Dafür habe ich nicht genug Platz. Wo ist der Scheiß? Sie steht schon seit Stunden drauf auf dem Teil. Aber ich begreif's nicht. Wo ist das? Ich hätte gedacht, hier irgendwo.
Hier hinten vielleicht irgendwo. Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Und doch oben drüber irgendwo. Notfalls, wie gesagt, notfalls komme ich hier nochmal zurück, wenn wir das Ganze, diese Sachen durchsuchen hier. Ich hätte gedacht, hier drauf oder so. Ich meine, hier auf dem Holz bekommen. Wie viele Überlebensversuche gibt's? Egal. Oh, ja. Aber das Dokument, das ist geradeaus dort hinten. Kommen wir dort auch noch hin? Der wackerte Seil, ich weiß. So, hier. Ich müsste nah dran sein. Woran? An was? Aber hier auch nicht. Ja, guckt. Ja, links von ihr müsste was sein. Mal los. Ja. Hier drin in der Wand natürlich wieder. Keine Ahnung. Wir wissen hier wieder, wo wir reingekommen sind, oder? Wo sind wir hier? Hä? Ich begreife das nicht. Wo ist das? Diese Suche, die macht den wahnsinnig. Ich meine, da hat man schon die Questmarker und den ganzen Scheiß, aber... Ich weiß, jetzt sitzt auf immer hinter dir. Und bewegt sich das Ding oder was? Keine Ahnung, Leute. Wie war ich das denn? Bin ich da hergekommen, oder? Hier unten müssen wir lang.
sind wir hier wieder. Jetzt will ich aber noch zu dem Dokument hier. Wo ist das Ding noch? Aber wie kommen wir hier wieder raus? Wo sind wir hergekommen? Hier. Schwimmen. Ja, genau. Was waren das hier, wie die Tasten? Jawohl, ja. Kann man noch ersticken hier. Ey, sind wir wieder zurückgeschwommen, na klar. In diesem blöden Vieh. Na, nun bewege dich doch mal. Und wo ist jetzt dieses hässliche Dokument? Vor uns. Hier oben oder was? Wie kommen wir hier hoch? Was ist das Ding? Ich hatte nicht mit Fallen gerechnet. Ein Speer hat meinen Bauch durchbohrt. Jeder Atemzug schmerzt. Betet für mich. Jawohl. So. Aber wie komme ich jetzt dort ran? Durstige Götter, ja. Da muss ich halt später nochmal hierher zurückkehren. Oder machen wir das gleich nochmal. Wir waren jetzt in jeder Ebene gewesen und ich habe es nicht gefunden. Wo war denn das Lager? Das Lager hatte ich ja übersehen gehabt. Da kommen wir mit der Schnellreise dorthin. Wir gehen jetzt nochmal zum normalen Lager und versuche ich mit der Schnellreise nochmal dort hinten zu kommen. Also wo ist das nächste? Ja. Nee, 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 nee. Lauf!
Jawohl. Hä? Achso. Kommen wir auch wieder irgendwo hoch? Okay. So. Gut, zurück. Wie haben wir überhaupt für ein Ding an? Hat sie erst schon geguckt? 4 von 8. Die schlimmsten sind wirklich die, die unter Wasser liegen. Weil man da immer aufpassen muss, dass Lara eben hier uns nicht erstickt. Jetzt wird's mal hier irgendwo der Ecke. Ja. Kommen wir noch an auf andere Weise irgendwie in die Ecke hier. Wie gesagt, ist die Frage, wie kommen wir hier wieder hoch? Hier hinten oben ist die Truhe. Oder? Was war hier hinten noch? Das sieht also, ob ich hier durchschwimmen kann. Na, hier war die Truhe. Aber hier kommen wir auch nicht weiter, nee. Kaum haben wir hier die klassische Lara am Start, haben wir gleich wieder die größten Orientierungsprobleme. So, hoch da. Gut, klettern wir hier hoch. So. Sind wir erstmal wieder oben. So. Jetzt will ich zum Lager. Schnellreise. Das ist das Ding hier. So, Flutbecken, da gehe ich jetzt nochmal hin. Das findet man schon, das Ding. Das wäre aber gelacht. Ja, 100% Sachen, die finden wir auch noch. Sind wir hier wieder? Oh, hinter mir soll das sein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja. Geradeaus. Geradeaus geht nicht. Hier ist das Lager bloß. Ja, hier hinter. Hey. Wo ging das jetzt lang hier? Oder kommen wir dort jetzt gar nicht mehr hin? Oder müssen wir hier lang? Weil von hier sind wir doch, glaube ich, gekommen hier, oder? Nee, hier bin ich hochgeklettert. Jetzt kann ich mich fast noch dran erinnern. Hier sind wir ja wieder.
Das hat man ja gemacht. Also hier mit der Lara runterspringen, dann ist die Lara tot, oder? Links von mir. Geradeaus. Hier sind immer noch diese dämlichen Viecher. Was ist hier unten? Was haben wir hier? Gibt's da nicht. Ich begreif einfach nicht, wo das sein soll. Jetzt ist auf einmal wieder hier. Da unten sind natürlich wieder diese bösartigen Fische. Ja, jetzt bin ich genau drauf, eigentlich. Dieser Scheiß. Bitte etwa auch noch mal nachgoogeln, das ist da. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist auf jeden Fall wieder ein Stück weiter vorn. Mal raus hier aus dem Dinge, aus dem Wasser. Ich verzweifle hier wirklich. Normalerweise, wie gesagt, die wissen ja jetzt genau drauf schon wieder. Die ist die ganze Zeit genau drauf auf dem Ding. Tauch doch mal hier runter. Normalerweise das Zeichen, das kommt da immer gleich. Machen wir ein paar Unterwasser-Level hier mit der klassischen Lara Croft. Es ist links neben mir irgendwo, also hier. Oh, rechts hier. Müsste es normalerweise sein. Ich
Ich gehe jetzt raus hier aus dem Dinge. Ich habe keine Lust mehr, hier danach zu suchen. Was Lara, komme ich nicht so einfach zurück, weil ich bin ja hier. Ich sei denn, ich komme dort hoch. Wo ich reingekommen bin. Ich finde es wirklich nicht. Wie gesagt, müsste direkt hier sein, eigentlich auch. Aber. Nee. Ich müsste nah dran sein. Ja, ja. Na, dran an denen, was ich hier suche, bist du sowieso nicht. Keine Ahnung. Hier rutscht du gleich wieder runter. Hier müsst du hier drinnen in der Wand sein. Ja. Wo war jetzt der Weg nach draußen? Da. Bin ich hier gerade gekommen? Hä? Nee. Hier draußen ist es ja auch nicht. Hat man ja schon. Ich, keine Ahnung. Wenn sie runterrutscht, darf ich die ganze Runde nochmal laufen. Aus hier, ich will weg hier. Dort oben regt mich auf. Ja, und jedes Mal kriegt's mich hoch. In welche Richtung guckst denn du jetzt? Hier lang will ich. Ja, das schwimmt doch mal. Nee, ich gehe jedenfalls noch mal später dorthin zurück. Ich habe einfach keinen Bock mehr darauf. Bin mal raus aus diesem Grab. So, wir sind eigentlich schon wieder soweit hier fertig. Mit der Folge. Wir haben jetzt wirklich knapp 3 Folgen hier in dem Grab verbracht. Weil ich in einer Folge hier zu dämlich war, in der mittleren Folge. Na ja, gut. Da lang war das. Hoch da. Ach so. So.
Kletter mal hoch da. Na, kletter doch mal hoch da. So. Was ist denn hier dahinter? Oh, Entschuldigung. Wo geht's denn hier hin? Nochmal Dokumente hier. Ja. Wie gesagt, hier unten das Ding, da gehen wir nochmal später hin. Ich will einfach nicht mehr. Ich will mal wieder vorwärts kommen, ja. Ja. Hat man jetzt zu Weihnachten hier belangen, teils gemütliche, teils belanglose Folgen, ja. Story relevant nicht wirklich, aber wir haben ein weiteres Grab gemacht. So. Dann würde ich ganz einfach mal sagen, für heute. Was sagen wir mit der klassischen Lara hier? Fröhlichen Rest. Zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja. Und ja, das Ding hier jetzt hier Jahre später guckt. Ja. Das hier hat der Jack hier seinen Zuschauern zu Weihnachten 2018 präsentiert. Die klassische Lara Croft bei Shadow of the Tomb Raider. Eine Lara Croft aus Tomb Raider 2. Von 1997, der erste kam 96, kam der zweite gleich 97 oder 98, keine Ahnung. Müsste ich schwindeln. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zusehen. Und auf Wiedersehen.